Palais Widmann in Bozen, Innenhof des Landhauses, in dem die Landesregierung sitzt. Es konnte wohl kein geeigneter Ort gefunden werden für den Abschiedsgruß von Landeshauptmann Luis Durnwalder an die Leiter der Abteilungen und Ämter, die seinem Ressort, dem er nun seit 25 Jahren vorsteht, angehören. Es war für den Landeshauptmann die Gelegenheit, sich persönlich bei den Personen zu bedanken, die oft sehr lange Zeit seine politische Karriere begleitet haben. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Mit diesen Worten hat Luis Durnwalder seine etwa 30-minütige Abschiedsrede begonnen. In der Rede hat er die Errungenschaften aufgezählt, die in all diesen Jahren erreicht worden sind, und immer wieder unterstrichen, dass alles nur dank des Einsatzes und der Fähigkeit der Personen möglich war, die ihn begleitet haben. Ich habe heute die engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Ressorts, die ich zu verwalten gehabt habe, zusammengerufen, um ihnen zu danken. Zu danken einfach für das, was sie in diesen 25 Jahren als meiner Landeshauptmannschaft oder 35 als Mitglied der Landesregierung oder 40 als Mitglied der Regional- und Landesregierung, was sie in dieser Zeit gemeinsam mit mir getan haben. Ich muss sagen, dass wir Politiker können nur irgendwie die Rahmen festlegen. Intern müssen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Rahmen ausfüllen. Eine gute Verwaltung besteht aus einer guten, koordinierten Zusammenarbeit zwischen den politischen Führungskräften und der Beamtenschaft. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt habe, die nicht nur ihre Pflicht getan haben, sondern einfach eine Freude gehabt haben, wenn sie etwas realisieren konnten. Und deswegen ist es richtig, nicht zum Schluss sagen, jetzt war's, auf Wiedersehen, sondern dass man sie zusammenruft und ihnen sagt, Dankeschön, ihr habt wirklich Spuren hinterlassen für die Nachwelt, für diejenigen, die nach euch kommen. Wir gemeinsam haben Südtirol von einer armen Provinz in ein reiches Land umgewandelt und dafür möchten wir euch danken. Das habe ich heute gesagt und ich habe so das Gefühl gehabt, dass das die Leute auch entsprechend verstanden haben. Im Namen aller Direktoren verabschiedete sich Heinrich Holzer, langjähriger Ressortdirektor Durnwalders, von seinem Chef. Es war für jeden von uns eine Ehre, mit einem Landeshauptmann dieser moralischen und politischen Statur zu arbeiten, so Holzer. Am Ende seiner Abschiedsrede gab es nicht mehr enden wollenden Applaus für den scheidenden Landeshauptmann Luis Durnwalder.